Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. So, wir haben es geschafft. Wir sind wieder daheim. Müssen wir den Stall säubern? Nö, müssen wir nicht. Alles gut. Ach, Monika ist da. Sehr schön. Der geht's auch gut. Das ist gut. Anruf. Dein Nachbar mir erzählt, dass man den Tee auf dem... Tee ist auf schräger Humor. Ne, machen wir jetzt gerade mal nicht. Wir waren jetzt gerade unterwegs. Füllen wir mal auf. Achso, du willst erstmal baden. Wer bist du? Ach, Karl ist da. Begrüße mal deinen Sohn. Machst du Beweisfotos oder was? Krieg natürlich einen Wohnungsschlüssel. Tag verschönern. Kompliment. Oh, Selfie mit Fan machen. Klar. Unbedingt. Unbedingt machen wir ein Selfie mit Fan. So, wo musst du hin? Du willst das wegwerfen? Oh. Hat Hundi dahin gedingst. Uäh. Hast du eigentlich Hausaufgaben auf? Ja, hast du? Dann mach die mal. Monika, die ist... Die will draußen spielen, das ist okay. Da geht's auch soweit gut. Ja, du machst deine Hausaufgaben, wie sich das gehört. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Hygiene könnten wir noch ein bisschen. Wann musst du zur Arbeit? Morgen, okay. Hast du also auch noch ein bisschen Zeit? Ja, du unterhältst dich mit deinem Sohn, das ist gut. Morgen Fries. Okay. Feuer löschen. Wir haben kein Feuer, das wir löschen könnten. Wir haben keines. Du holst dir was zu... Ne, du holst ein Glas. Na. Angespannt, weil Deko nicht mag. Ja, ich... Kann ja nichts dafür, dass dir das nicht gefällt. Das ist Pech. Du lebst halt in einem Farmhaus. Könntest mal zur Entspannung was kochen. Wie wär's damit? Warum können wir das nicht? Wir bräuchten Obsidian-Ei dafür. Mach mal ein Veggie-Filet Wellington. Baby machen mit Carla. Nee. Mit Melani plaudern, die kenne ich nicht. Draußen bei Nacht selbstsicher sein. Ist immer leichter gesagt als getan. Was hast du vor? Wo gehst du hin? Du könntest mal das Bild noch verkaufen. Oh, und du musst ja ein Dings hier noch machen. Stimmt. Video aufnehmen. Fröhliches Vlog. Ganz vergessen. Du kochst, du kannst danach dann mal die Schüssel hier leeren. Gorba? Ja, das mit dem Auftrag hat ja semi-gut geklappt. Wir haben gemacht, aber... Sie macht eine Phase durch, okay. Wenn du die Hausaufgaben fertig hast... Hast du nicht? Oh. Nö.
Einfach nö. Hahn geht. Was ist denn das? Weißer Hahn. Heißt der so? Ich finde das immer wieder schön. Finde ich sehr, sehr nett gemacht. Auf zum nächsten. Oh. Dotti. Ja, Dotti. Ist okay. Dotti geht klar. So, das Glas machen wir mal weg. Das macht ja sonst keiner von den Sims. Oh, du müsstest aufs Klo. Dann geh am besten. So. Pockets pennt. Sonst geht's dir gut. Sonst geht's dir noch gut. Hau ab. Mach einen Abgang. Was macht der Typ hier bei uns? So, Monika kriegt doch bestimmt Laden, die muss aufs Töpfchen. Steh mal auf, meine Liebe. Geh mal aufs Töpfchen. Und Hunger hast du dann auch. Da müssen wir dich dann auch mal füttern. Das kann der Papa dann machen. So, du hast Hunger. Nee, du musst aufs Klo. Netter Trick. Zieht aber nicht. Glückliche Solok. So, das kannst du direkt noch posten. Oh, wir haben zwei. Hochladen. Dann hat sie den Job nämlich auch erledigt. So, und danach gibt es dann erstmal was zu essen. Theoretisch müsste hier oben welches stehen. Nimm dir mal ein Gericht. Carla, das Material ist spitze. Sehr gut. Er muss los, auch okay. Ja, warum der Bug ist, dass meine Sims hier nicht mehr abspülen oder in die Spülmaschine bringen, hängt das damit zusammen, dass wir hier zwei Küchen haben, aber es dürfte eigentlich doch. Zwei Küchen sollten doch eigentlich kein Problem sein, oder? Ist das ein Problem? Oh, sie wäscht ab. Sie räumt es in die Spülmaschine. Halleluja. Also, Madame ist müde. Man muss in Carla wieder zur Schule. Mittwoch erst, okay. Das heißt, wir können morgen die Hausaufgaben machen. Oh, du hast auch was zu essen gekriegt. Sehr gut. So ein schönes Filet Wellington. Ist doch auch vegetarisch was sehr Feines. Nicht wahr, Monika? So spät am Abend kommt das immer gut. Weglegen. Aufräumen. Ich habe ja Hoffnung, dass sie das jetzt tut, aber ich fürchte. Halleluja, sie macht's. Sehr schön. Du bist müde. Nee, Baby machen tun wir nicht. Schlafen. Schlafen geht klar. So, du darfst dein Töchterchen gleich noch ins Bett bringen, wenn sie fertig gegessen hat. Und dann schauen wir mal weiter, ne? So, jetzt.
Loben. Wie sieht's mit Baden aus, Monika? Ah, du bist in erster Linie müde. In erster Linie bist du müde. Ins Bett bringen. So, danach darfst du das noch aufräumen. Okay. Okay, sie erzählt viel. Ja, die hat jetzt ja auch am Freitag, glaube ich. Nee, nächste Woche Freitag. Dauert noch eine Woche. Ich dachte, diese Woche Freitag wäre das, wo sie Geburtstag hat. Und an dem Samstag hat dann Carla Maria Geburtstag. Festival Sporttag des Cheerleading-Teams. Die Festivals sind so doof. So lieblos gemacht, das ist unglaublich. Da stehen dann ein paar Cheerleader rum und wissen nicht so genau, was sie tun sollen. Das ist. Ich hab's einmal gemacht, das ist nicht wirklich. Nicht wirklich schön. Schlaf gut. So. Noodles ist da. Der schlägt sich dazu. Oh, das ist doch süß. Schläfst du auf dem Bett? Oh, das wäre süß, wenn er das gemacht hätte. Du sollst schlafen gehen. Und chill. Zum einen hast du Hunger, zum anderen bist du müde. Na gut, dann essen wir gerade mal was. Du gehst sowieso hier oben hin. Nimm dir mal ein Gericht. Du legst dich schlafen, das ist gut. Das wäre schön gewesen, wenn sich die Katze dazugelegt hätte und auch geschlafen hätte. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Da bist du. Einmal Maki-Rolle essen. Spülmaschine ist fertig, sehr schön. Dann kannst du das danach hoffentlich auch wegräumen. Und hat auch ordentlich Behaarung. Hier oben sind die Katzen so gut wie gar nicht, glaube ich, ne? Vielleicht sollte ich den zweiten Futtertrog mal hier hinstellen. So, aufräumen. Gerade mal ein Auge drauf haben, ob er das auch tut. Wadida. Tut er, okay. So, dann kann sie sich jetzt noch schlafen legen. Einmal hinlegen. Sehr gut. Oh, es schneit. Ja, wir sind jetzt am zweiten Tag im Winter, ne? Wer ist jetzt wach? Du bist wach. Oh, du musst dringend aufs Klo. Okay, das Argument lasse ich gelten. Das lasse ich absolut gelten, meine Liebe. Das hätte ich gerne in Bronze gehabt, so wie hier den Rest, aber gibt's glaube ich gar nicht, ne?
So. Dann kannst du dich wieder hinlegen, dass wir dann in den neuen Tag kommen. So, gleich haben wir. Du stehst auf, du fühlst dich unwohl, weil eklige Umgebung. Was ist hier eklig? Hier gibt es keine eklige Umgebung. Du willst erstmal entspannen. Okay, mach das. Du bist noch am Schlafen. Du bist auch noch am Schlafen. Du bist auch noch am Schlafen. Du müsstest aber aufs Klo, meine Liebe. Ich glaube, du gehst dann auch besser mal. Nicht, dass hier noch ein Unglück geschieht, ne? Und danach könnten wir mal schön baden. Ein Lavendelschaumbad. Trägt ungemein zur Entspannung bei. So, Hände waschen und dann ab ins Bad, in die Badewanne. Du chillst derweil gemütlich. Bist verspielt, weil warme Wäsche anhat. Ja, das sieht sehr warm aus. Nicht. Definitiv nicht. Du könntest jetzt aber hier Hausaufgaben machen, ne? So. Wo ist sie hin? Okay. Ich würde mal spontan behaupten, du solltest ganz dringend was anderes anziehen. Ja. Zieh dich erstmal um und dann mach bitte nochmal Hausaufgaben. So ist besser. Ich weiß nicht, warum du plötzlich hier hingespawnt bist. Aber gut, wenn du keine Hausaufgaben hier machen möchtest, dann darfst du das. Aber natürlich nicht im Badeanzug. Handy weg bei den Hausaufgaben, meine Liebe. Handy weg. So, du bist fertig mit Baden. Sehr schön, dann kannst du dich mal um die Hühner kümmern. Das ist Futter verstreuen, Stall säubern, Futter verstreuen. Eier zum Einsammeln gibt es keine. Dotti. Du sollst Futter verstreuen, meine Liebe. Stall säubern und immer noch mal Futter verstreuen. Monika Kinderbuch vorlesen. Ich glaube, dazu brauchen wir den Bücherschrank, ne? Den sie nicht hat. Noch nicht hat. So, Kinderbücherschrank. Da haben wir ihn doch. So, dann kann sie ihr nämlich auch was vorlesen. Lesen, Kleinkind vorlesen. Warum sind die alle ausgegraut?
muss das Kleinkind wach sein. Oh, das Kleinkind muss aufs Klo. Säubern. Du hast 24 Stunden... Oh. Moment. Ich dachte, der Dings hätte die schon bezahlt, die Rechnungen. Hat er nicht. Dann zahlen wir die natürlich gerade und dann machen wir das hier sauber. Und du... Gehst mal bitte nicht auf das Töpfchen. Mama muss das erst sauber machen. Mama eilt. Wo ist denn Pocket? Ach, da sitzt er. Nina. Nein, Monika. Boah, das ist doch eklig. Das ist doch eklig. Jetzt können wir vorlesen. Prinzessin Plumbobs Schloss. Wow. Bist du schon fertig? Nicht ganz, ne? So, Papa kann dann auch mal aufstehen und hier schon mal sauber machen. Und danach kann er auch gleich mal duschen. So. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Rechnung haben wir gezahlt, das ist schon mal gut. Aber wir haben auch wieder Strom, stimmt. Oh, das ist süß. Oh, und ich sehe, die Zeit ist auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.